Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play The Witcher. Ja, unser Ziel ist, lebend wieder hier rauszukommen. Ich bin mal gespannt, ob das so einfach funktioniert. Ich weiß es nicht. Wir können jetzt erstmal... Okay, ich dachte, er tötet ihn direkt. Okay, wir sind betäubt, das ist nicht so gut. Könnte sein, dass wir sterben. Ja. Okay, genau dafür habe ich gespeichert. Wir können einfach nochmal laden. Das Ganze nochmal probieren. Das Ziel ist einfach nur hier rauszukommen. Ich könnte einfach außenrum rauslaufen. Das ist mir bewusst. Aber ich will die zwei da noch mitnehmen. Auch wenn das vielleicht ein bisschen unnötig ist. Aber gut. Ja. Der ist jetzt nämlich gelähmt und damit kann ich ihn direkt töten. Was nur nervt ist, dass die anderen während der Zeit treffen können. Aber gut. Jetzt ist ja nur noch einer. Ja, sonst kriegt nur noch einer. Das ist dann nicht mehr so das Problem. Den können wir beseitigen. Und dann will ich gleich nochmal speichern. Ja. Und dann geht's wieder raus. Hier über den Korridor, da ist die große Halle da. Ist normalerweise alles vollgepflastert mit Salamandern. Nee, hier ist nichts. Ich schau mal hier rechts rein. Aha. Auf jeden Fall noch bei Art skillen, dass die Wahrscheinlichkeit zu betäuben noch größer wird, weil das ist einfach mega. Was die eine Stadtwache macht, die hier rumrennt, ich habe keine Ahnung. Müsste die fragen. So. Kann ich hier meditieren an der Feuerstelle? Nein. Das ist schade. Ansonsten hätte ich das gerne gemacht. Und hier raus geht es jetzt wieder nach links. Ja, hat jetzt noch die eine große Kammer, die jetzt komplett voll ist mit Salamandra, schätze ich mal. Die Stadtwache ist jetzt hier unten. Das ist angenehm. Dem machen wir jetzt ein bisschen Unterstützung. Nicht so wirklich viel. Ja, das war keine so eine tolle Idee. Wir gehen mal ganz elegant. Das sind zwei Kollegen von der Stadtwache, die werden... Okay, das sind ganz viele von der Stadtwache. Wir gehen einfach mal. Ist nicht so die tolle Art abzuhauen. Okay, können nicht während dem Kampf abhauen. Aber wir können Stadt wegstecken und dann gehen. So, dann sind wir in der Kloake. Ist zwar nicht wirklich weniger gefährlich, aber wir sind mal draußen. Gute Arbeit, Hexer. Ein paar Leute sind gestorben, aber darüber sehe ich hinweg. Notwehr. Gut gemacht. Ohne ihresgleichen ist die Gemeinde besser dran. Und jetzt wieder zum Geschäft. Wo versteckt sich der Hersteller des Fistech? Gellert ist dafür verantwortlich. Schön. Ich werde Beweise und Drogen sicherstellen. Ha! Ha! Tschü! Natürlich nur zum Wohle der Allgemeinheit. Natürlich. Kümmert ihr euch um Gellert? Ausgezeichneter Plan. Vielleicht sollte ich einfach alle töten, die mit dem Fistech-Handel zu tun haben. Oder ich informiere Vincent, dass ihr Waren beschlagnahmt. Was habt ihr für ein Problem? Ihr habt doch, was ihr wolltet. Das ist auch der einzige Grund, warum ich überhaupt noch mit euch rede. Aber erteilt mir keine Befehle mehr. Ist das klar? Wie Kloßbrühe. Aber wir müssen uns noch um Gellert kümmern. Fistech, mach dein Gehirn weich. Ich erledige das. Macht euch bereit, Geralt. Macht euch um mich keine Sorgen. Ich habe meine Tränke. Mhm. Jetzt muss ich den Boss dieser Salamandra-Zelle zur Strecke bringen. Der Gellert. Gellerts Brief enthält sicherlich noch weitere Informationen. Ja, da
Schwester, schätze ich mal stark. Vivaldis Brief. Wo ist denn Gellerts Brief? Hier. Brief von Gellert Bleinheim. Unsere Lage im Sumpf arbeitet nicht effizient genug. Wir erhalten nicht genügend Kräuter, um eine kontinuierliche Produktion von Fistech zu gewährleisten. Das muss sich schnellstens ändern. Es wäre am besten, wenn wir mehr Leute dort arbeiten ließen. Doch jetzt zu anderen Dingen. Die Zutaten werden geliefert an was auch immer sich hinter dem großen Gitter in den Kloaken befindet. Jo. So viel dazu. Hier vorne nach links. Kann ich da durch? Ja, kann ich. Gut, dann würde ich vorher aber ganz kurz, ganz gern meditieren. Da hinten hat es irgendwo ein Lagerfeuer. Da drüben. Da werde ich wohl erst noch ihn loswerden müssen. Okay, das ist ja nicht so das Problem. Und dann entspannen wir uns mal. Laden mal unser Leben auf und dann geht's auch schon weiter. Also es nimmt so langsam echt Fahrt an, unser Witcher-Spiel hier. Storytechnisch, es macht mega viel Spaß, muss ich einfach sagen. Und jetzt bin ich mal gespannt, was passiert, wenn wir Gellert treffen, den eventuell töten, dann hätten wir quasi die erste Zelle erledigt. Die Frage ist, ob das reicht. Ich weiß es nicht, aber ich habe eigentlich keinen Bock, mich jetzt euch umzuschlagen, sondern ich gehe jetzt einfach mal. Wasserscheide. Okay, so langsam decken wir hier jetzt mehr auf in den Kloaken. Kommen die immer noch hinterher? Ja. Gut, dann laufe ich durch bis zu denen da vorne. Pack den Gruppenkampfstil aus. Und dann passt die nochmal. Ja. So wird's gemacht. Alter, die Erdrunken. Ich will ja nicht sagen, ihr nervt, aber das tut immens. Wie so kleine Fliegen. Ausgang zum Kaufmannsviertel. Ja, das ist eigentlich nicht so unser Ziel. Oder doch? Weiß nicht. Hä? Ach, da ist noch ein Gitter, wo es auch noch irgendwo hingeht. Okay, dann gucke ich da auch gleich danach. Aber jetzt erstmal kurz hier. Schlüssel. Schon wieder ein Schlüssel. Ausgang zum Kaufmannsviertel. Okay. Da wird es quasi wieder rausgehen. Das ist nicht unser Ziel. Ich will mal noch hier umgucken, was hier unten noch so alles ist. Wieder Gitterstäbe. Da kommen wir jetzt überall durch. Das finde ich schon mal an sich cool. Da links scheint nichts zu sein, da rechts scheint aber noch irgendwo weiter zu gehen, genau. Und zwar wohin? Das ist die Frage. Da ist ein Ghoul und ein Flatterer. Okay. Das war recht easy. Boah, Alter, nö. Warum habe ich jetzt... Erstmal werde ich jetzt hier los. Nein, die ertrunkenen Nerven war echt mega. So, Flatterer, komm her. So wie es aussieht. Da liegt noch eine Leiche, die wurde begraben. Unser Geröll, wir haben 4100 Euro, ist nice. Genau wie wir uns eigentlich gerade hinbewegen, weiß ich nicht. Ort der Macht, Ruinen. Sieht ziemlich interessant aus hier unten, muss ich sagen.
Teleporter. Hier hat's einen Teleporter. Nice. Das finde ich ganz gut. Hier irgendwo. Oh. Meine liebe Dame. Was soll das denn? Ein Alter. Also ein Vampir. Eine Vampirart. Alter, was geht halt denn da? Kämpft mit Rückwärtssalto. Oh, nice. 545 Erfahrungspunkte gibt die gute Dame. Finde ich schön. Freut mich. Alter, der Teleporter nervt. Schön. Wo könnten wir hin? Turm im Sumpf, Trisslabor, Labor von Kalkstein. Wir bleiben mal hier. Erstmal. Aber dass hier unten Teleporter gibt, finde ich schon mal nicht schlimm. Nicht schlimm. Nicht schlecht. Also ich finde es nicht schlecht. Nicht schlimm. Ein Runenstein. Aber nur vorübergehende Stärkung. Das bringt uns nicht so viel. Ich lasse es mal hier. So. Kreis der rachsüchtigen Flamme. Igni Zeichenintensität erhöht. Dann entspannen wir uns hier nochmal. Ein Stündchen oder... Oder, ja, mal so, ein bisschen länger, für Geralt, für uns nicht so, da ist die Animation immer die gleiche, egal wie lange wir meditieren. Aha, sieh schon wieder. Eine weitere Ausgabe, aber ich persönlich habe da ja nichts dagegen. So stark sind die nicht. Und bringen gut Erfahrungspunkte. Die alten, von dem her. Gerne. Gut. Hätten wir das also erledigt. Hier unten soweit. Hier geht's nicht weiter. Die Treppe ist kaputt. Glaube ich. Ja. Sieht ganz so aus. Oder warte ich? Da ist noch eine Treppe. Okay, da geht's auch noch weiter. Da geht's aber nicht mehr weiter, oder? Ne, scheint nicht so. Okay. Da geht's nicht mehr weiter. Aber schon interessant. Boah, ich kann Geralt nicht umdrehen. Okay, aber ich kann so machen. Gut. Dann gehen wir mal wieder. Auf jeden Fall echt imposant, was hier gebaut wurde. Natürlich. Kommen jetzt die anderen Freunde wieder. Mann. Geralt. Genau, jetzt gehen wir zum Pool drauf. Gut ist platt. So, der Flatterer ist auch platt. Gibt mega gute Erfahrungspunkte hier unten. Wir sind fast Stufe 18, wenn das so weitergeht. Ghoulblut haben wir jetzt endlich. Bekommen wir jetzt auch mal. Aber wir können nichts mehr mitnehmen. Ghoulblut können wir. Monstrositätenlymphe auch. Hä? Warum sagt er dann, wir können nichts mehr mitnehmen? Das ist schon mal komischer. Na egal, wir haben jetzt schon... Wie viel Ghoulblut? 6. Okay, 12 brauchen wir für die Quest. Salamandra-Broschen haben wir 4 Stück. Die können wir mal zur Leuwarden bringen, wenn wir ihn dann mal finden. Jetzt geht's aber zurück. Das Questziel führt uns hier nach vorne. Wir haben jetzt hier die kompletten Kloaken erkundet. Schätze ich mal. Ich denke, es geht nicht noch irgendwo hin. Was ist hier eigentlich? Achso, das sind nur die Ausgänge.
Okay, und da hinten ist das Gorgonennest, aber die Gorgon haben wir ja schon getötet. Okay, ich muss hier nach rechts. Hoch, Geralt. Und dann schauen wir mal, was hinter dem anderen Gitter steckt. Natürlich. Konzentrieren die ganze Zeit. Das ist nicht ganz so easy, weil das Kampfsystem, naja, es ist okay und für ein Spiel aus der damaligen Zeit sicher mega cool. Aber es ist, sagen wir mal, ist vorsichtig, es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Das war er. Und der auch. Wo muss ich denn eigentlich hin? Jetzt nach links und dann zurück. Über das eine große Tor mal durchsehen. Und das nächste große Tor war vorher noch verschlossen. Jetzt haben wir einen Schlüssel dafür, schätze ich mal. Ich speichere mal, das sollten wir nicht außer Acht lassen, auch ab und zu mal zu speichern, auch wenn ich. Warum haben wir da eigentlich eine Schwalbe liegen? Ich frage einfach gar nicht. Die ganze Zeit heul ich rum, weil wir anscheinend keine Schwalbe haben. Und jetzt sehe ich, dass wir da doch eine haben. Ach ja. Witcher. So. Das waren die Kollegen. Und er noch. Da unten hier halt. Dankeschön. Und Pep. Genau. Okay, es geht nicht um das Tor. Es geht um ein anderes Tor. Ja, wir müssen hier noch einmal links abbiegen. Ups. Und dann wieder nochmal nach links. Oh, Alter, die nerven so. Weil so viele kleine, unflätige Würmer sind, auf gut Deutsch. Und die halt nicht aufhören, hier unten zu spawnen. Irgendwann nervt dann echt ziemlich. Jetzt sind wir wieder hier, wo es hingehen soll. Dachte ich zumindest. Ja. Hallo? Muss ich jetzt erst wieder kämpfen, bevor ich da durch kann oder was? Boah, wisst ihr was? Ist jetzt schon mega nervig. Immerhin leveln wir gut, sind bald schon wieder nächste Stufe. Das ist echt beachtlich, wie schnell das gerade geht. Geralt geradeaus und sonst nirgendwo hin. Okay, jetzt haben wir es. Da hat es noch mehr Salamander bis zum Abwinken. 5 Stück. Das wird not so easy. Der eine hat uns schon gesehen, der kommt schon angeschissen, der zweite auch. Ach, das ist ein geiler Zauber. Jetzt ist Gruppenkampfstil angesagt. Ich hab keine Ahnung. Nee, das überlebe ich nicht. Ja. Gut, dass wir vorher gespeichert haben, weil der Kampf wird echt nicht easy, glaube ich. Das wird nochmal eine ganz harte Nuss.
Wo haben wir das letzte Mal gespeichert? Okay, das geht ja noch. Das geht ja zum Glück echt noch. Dann müssen wir uns noch mal kurz auf den Weg machen. So leid es mir tut. Und uns noch mal hier durchprügeln. Ja, am Anfang habe ich gesagt, die menschlichen Gegner seien easy. Momentan habe ich da mein kleines bisschen geändert. Weil die Salamander echt ziemlich stark sind, vor allem in der Gruppe. Wenn ich sie gerade immer antreffe von 4 oder 5 Gegnern, da mache ich keinen Stich gegen die. Vielleicht soll ich da mal Igni probieren, ich weiß es nicht. Ob Igni mehr kommt, gibt's aus. Ah, schafft ihn mir halt ganz kurz vom Leib und gibt mir eventuell die Möglichkeit, einen direkt zu töten, wenn er betäubt wird und ich dann quasi eine Exekution oder so durchführen kann. Dann ja, ansonsten nicht wirklich. So, wo muss ich jetzt hin? Nach links. Und dann da vorne wieder links. Aber hier kommen natürlich noch mehr. Wir gehen diesmal aber durch. Und lassen uns mal nicht. Mal doch besser die wegräumen. Jetzt kommen die nach der Sequenz nämlich wieder. Und das wäre ein bisschen doof, wenn wir dann zusätzlich zu Salamander auch noch Ertrunkene an der Backe hätten. Ja. Gut. Dann bleibt nicht mal stehen. Speichern hier nochmal. Und dann würde ich sagen, macht das von dem Part. Um Gellert kümmern wir uns dann im nächsten Part. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao, Leute.